gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Du bist empathisch und zuverlässig. Du möchtest mit Menschen arbeiten. Du möchtest Abwechslung in deinem Beruf. Dann bewirb dich jetzt zur Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau im Lausitzer Seenlandklinikum in Hoyerswerda. Am 1. September geht's los. Du willst dabei sein? Dann schicke jetzt deine Bewerbung an heu.bewerbung@sana.de. Weitere Infos findest du im Netz unter seenlandklinikum.de. Wohnen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Umzug geplant? Wir haben das passende Zuhause. Wohnungen in guter Lage, mit bezahlbaren Mieten und das Beste, bis zu 800 Euro Neumieterbonus kassieren. Alle Infos und unsere attraktiven Wohnungsangebote finden Sie auf wh-hy.de. Willkommen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz am Freitag, dem 17. Februar. Wir starten unsere gemeinsame halbe Stunde mit einer Meldung aus Hoyerswerda. Hier wurde jetzt ein Areal in der Neustadt verkauft. Darauf soll viel Neues entstehen, doch auch Altbekanntes weichen. Mehr zu den Hintergründen erfahren Sie jetzt. In Hoyerswerda ist das Grundstück zwischen Einsteinstraße, Elsterdamm, Buswendeschleife und Zufahrt zur Bonhoeffer Straße, auf dem auch die bekannte Orange Box steht, verkauft. Im Beschlusstext vom Verwaltungsausschuss des Stadtrates heißt es, die Stadt verkauft eine Teilfläche des kommunalen Flurstücks in einer Gesamtgröße von knapp 5000 Quadratmetern zu einem Preis von 170.000 Euro an die Lebensräume Hoyerswerda. Auf dem Grundstück direkt an der Schwarzen Elster soll ab dem kommenden Jahr voraussichtlich ein neues Wohn- und Geschäftshaus sowie ein Biomarkt samt Gastronomie entstehen. Das Ende also für die Orange Box. Die Deichsanierung am Hoyerswerdaer Schwarzwasser und der Schwarzen Elster konnte endlich abgeschlossen werden. Der Deich war nach Angaben der Landestalsperrenverwaltung Sachsen nicht mehr standsicher. Um den Hochwasserschutz in Hoyerswerda für das Gondelteichgebiet Neustadt und Zeisig zu gewährleisten, wurde jetzt eine Spundwand gebaut. Das rund 2,2 Millionen Euro Vorhaben ist in Zusammenarbeit mit der Landestalsperrenverwaltung und den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda entstanden und wurde mit Mitteln des Freistaates Sachsen finanziert. Im Rahmen der Maßnahme Erhaltungskonzeption Gartenstadt Mager wurden in der vergangenen Woche einige Bäume im Bereich der Ringstraße gefällt. Aufgrund erheblicher Schäden an den Baumwurzeln, den Stämmen und die stark altersbedingte Vitalitätseinbuße der Bäume konnte die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet werden. Wie die Stadt Senftenberg auf Nachfrage gegenüber Lausitzwelle mitteilte, sollen jedoch im Herbst Neubepflanzungen von 40 bis 50 Krimlinden starten. Bereits im vergangenen Jahr wurden schon einige Baumfällungen und spätere Neupflanzungen vorgenommen. Die Maßnahme musste mit der Naturschutzbehörde sowie dem Denkmalschutz abgestimmt werden. Weiter geht es jetzt mit den aktuellen Kurznachrichten. Die Gemeinde Haselbachtal macht derzeit einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung und sorgt für eine bessere Vernetzung der Gemeinde. Welches Vorhaben hier realisiert wurde und was wir noch alles Aktuelles vom Tage für Sie parat haben, das erfahren Sie jetzt. Die Gemeinde Haselbachtal geht parallel zum altbewährten Amtsblatt Neue Wege. Über Neuigkeiten aus den Ortsteilen wird seit dem 10. Februar auch via App informiert. Über die Plattform Monipolis präsentiert sich die Gemeinde und ist dort über den Link haselbachtal.monipolis.de direkt zu erreichen. Schon längere Zeit hatte die 4000 Einwohner starke Gemeinde überlegt, wie die Kommunikation einfacher gestaltet und wichtige Informationen aus dem Gemeindeamt und interessante Neuigkeiten aus allen Bereichen des Lebens digital und möglichst direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern sowie allen Interessierten gebracht werden kann. Die nun gefundene Möglichkeit via App ist für alle angemeldeten Nutzer kostenlos verfügbar. Die neue Notaufnahme am Nieskier Emmaus Krankenhaus nimmt Gestalt an. Der Anbau an der Südseite des Krankenhausgebäudes steht nunmehr im Rohbau. Mit dem Bau der neuen Notaufnahme will die Diakonissenanstalt Dresden als Trägerin die Bedingungen für Patienten, Rettungskräfte und medizinisches Personal verbessern.
Bislang mussten die Patienten in wenig gemütlichen und beengten Verhältnissen auf ihre Behandlung warten. Dies wird sich mit der neuen Aufnahme ändern. Sie soll es den Besuchern aber auch ermöglichen, sich besser im Krankenhaus zurechtzufinden und schneller an ihren Behandlungsort zu gelangen, so Chefarzt Rainer Stengel. Parallel erfolgt die Modernisierung der Station. Bis zum Jahresende soll das Bauvorhaben abgeschlossen sein. Das Barockschloss Neschwitz feiert in diesem Jahr sein 300-jähriges Bestehen. Von 1721 bis 1723 wurde es als Sommerresidenz für die Reichsfürstin Katharina von Teschen errichtet. Heute befindet es sich im Eigentum der Gemeinde Neschwitz und wird für Trauungen sowie für Kulturveranstaltungen genutzt. Laut Bürgermeister Gerd Schuster besteht ein großer Sanierungsbedarf, den die Gemeinde aus eigenen Mitteln jedoch nicht realisieren kann. Dach, Fenster und Türen müssen demnach dringend erneuert werden. Jedoch gibt es dafür keine Fördermittel. Der Bürgermeister setzt jetzt seine Hoffnungen in den Europäischen Parkverband Lausitz, dem Neschwitz angehört. Gefeiert werden soll das Jubiläum im Rahmen des Lichterfestes im September. Der Kulturraum mit der Netzwerkstelle Kulturelle Bildung unterstützt auch im Jahr 2023 Kooperationsprojekte in den Landkreisen Bautzen und Görlitz. Menschen, die sich mit der Vermittlung von Kunst und Kultur befassen, können ihre Projektideen bis zum 31. März einreichen. Kulturelle Bildungsprojekte, zum Beispiel in Form von Kunst, Musik, Tanz, Theater oder medienpädagogischen Angeboten zur Förderung von Kreativität und Persönlichkeitsbildung, werden gesucht. Der Umsetzungszeitraum ist voraussichtlich der 1. Mai bis 31. Dezember. Die Förderung beläuft sich auf 1.500 Euro je Projekt und kann bis zu diesem Betrag auch als Vollfinanzierung gewährt werden. Auch umfangreichere Projekte können mit bis zu 10.000 Euro gefördert werden, wobei da eine Eigenbeteiligung von mindestens 15% vorausgesetzt wird. Mit dieser Anschubfinanzierung durch den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien sollen Kooperationspartner aus den Bereichen Bildung und Kultur für eine längerfristige Zusammenarbeit gefunden werden. Mehr Informationen finden Sie auch auf kulturraum-on.de. Kinder der Bautzener Kita Benjamin Blümchen besuchten in Kirschau im Rahmen eines Projekttages das Handwerksunternehmen Holzbau Heber. Ziel war es, den Kleinsten das Handwerk näher zu bringen. Vor Ort waren die Kleinsten sichtlich begeistert, was aus dem Rohstoff Holz hergestellt werden kann und wie die Mitarbeiter mit modernen, computergesteuerten Maschinen arbeiten. Während des Besuches konnten die Kinder einmal selbst Hand anlegen und einen Holzwürfel gestalten. Ein Besuch in anderen Berufen ist nicht neu. In der Vergangenheit besichtigten die Fünfjährigen die Manufaktur von Herrnhuter, das Deutsch-Dorbische Volkstheater und beschäftigten sich mit der Landwirtschaft, so die Erzieherin Maria Koban. Mit der Aktion konnte möglicherweise der ein oder andere Berufswunsch geweckt werden. Wie die Stadtverwaltung Löbau informiert, geht der Europäische Sozialfonds, auch ESF Plus genannt, in die nächste Förderrunde. Er setzt sich für nachhaltige soziale Stadtentwicklung in Europa ein. Durch verschiedene Angebote können damit Bürgerinnen und Bürger in ihrer persönlichen, sozialen und beruflichen Entwicklung aktiv unterstützt werden. Um mögliche Projekte aufeinander abzustimmen und zu entwickeln, möchte die Stadt Löbau nun die Meinung der Bürgerinnen und Bürger abfragen. Ein entsprechender Fragebogen ist auf der Internetseite löbau.de zu finden. Einsendeschluss ist Ende März. Das Freizeitbad in Lauchhammer bietet in diesem Jahr einen Schnupperkurs Babyschwimm- und Babysauna an. Am 22. und 24. März können Babys und Kleinkinder in Begleitung eines Elternteiles und unter fachkundiger Anleitung in einem speziellen Rundbecken kostenlos im warmen Wasser schwimmen und anschließend in der Sauna entspannen. Der Schnupperkurs findet zwischen 9 und 11 Uhr statt. Darin enthalten ist auch ein exklusives Fotoshooting. Weitere Informationen zum Schnupperkurs finden Interessierte auch unter www.bad-lauchhammer.de. Die Finanzierungsform Crowdfunding wird insbesondere bei Vereinen immer beliebter. Die Sparkasse Elbe Elster stellte jetzt in Finsterwalde den Vereinen der Region die Möglichkeiten vor, welche über die sparkasseneigene Plattform 99 Funken umsetzbar sind. Im Pavillon der Sparkasse Elbe Elster in Finsterwalde gaben sich Vertreter unterschiedlicher Vereine der Elbe Elster Region wortwörtlich die Klinke in die Hand. Im Mittelpunkt des Interesses stand dabei die Crowdfunding-Plattform 99 Funken. Seit 2019 ist auch die Sparkasse Elbe Elster auf dieser bundesweit aktiven Plattform der Sparkassen präsent.
58 Projekte mit einem Volumen von knapp 850.000 Euro konnten auf diesem Weg allein in der Elbe-Elster-Region erfolgreich finanziert werden. Die Palette reichte dabei von Beregnungsanlagen für einen Fußballplatz über die Anschaffung eines Mannschaftsbusses eines regionalen Footballvereins bis hin zu einer Hörspielproduktion von Schülern eines Gymnasiums, welches ebenfalls in Teilen über die 99-Funken-Plattform finanziert wurde. Die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Die Kraft der Gemeinschaft bündeln ist das Credo, welches alle Akteure vereint. Über 4000 Unterstützer fanden sich insgesamt für die bisher 58 in Elbe-Elster umgesetzten Projekte. Interessierte finden umfangreiche Informationen auf der Plattform selbst unter www.99funken.de/sparkasse/elbe-elster oder in den Sparkassen vor Ort. Den Vereinen wird eine vielfältige Unterstützung und Betreuung zuteil. Aufgrund des großen Interesses an diesem Abend wurde die Vorstellung der Plattform übrigens erstmals von der Sparkasse live bei Instagram gestreamt. Insgesamt hat die Sparkasse Elbe-Elster nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr inklusive Crowdfunding Projekte mit einem Volumen von 1,7 Millionen Euro unterstützt. Übrigens, da die 99-Funken-Plattform bundesweit aktiv ist, können dort selbstverständlich auch Vereine, die nicht in Elbe-Elster ansässig sind, ihre Projekte vorstellen. Dafür können sich die Interessenten unter anderem an ihre jeweils örtliche Sparkasse wenden. Ihre Chance auf attraktive Rabatte beim Personalkauf für alle im Möbelzentrum Großräschen. Sensationelle Personalkaufangebote im ganzen Haus. Sie erhalten bis zu 30% Aktionsrabatt auf Möbelneubestellungen und einmalig noch 3% Personalkauf-Extra-Rabatt obendrauf. Schnell sein lohnt sich, denn zusätzlich gibt's aktuell auch wieder die 0% Sonderfinanzierung in allen Abteilungen. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Sichern Sie sich Ihre einmaligen Preisvorteile bis zum 25. Februar und wir liefern Ihre neuen Traummöbel gratis direkt zu Ihnen nach Hause. Wir haben die Riesenauswahl für Ihre Wohnträume in der Lausitz. Multibanking ist einfach. Egal von welcher Bank. Bei uns verwalten Sie alle Konten und Depots im Online-Banking und in der Sparkassen-App. Let's move. Ging das zu schnell? Mit TurboSpeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Auch im Kombipaket mit Festnetz und HDTV. Jetzt zum Testsieger wechseln und 10 Monate gratis sichern. Auf pure.com. Willkommen zurück. Wir schauen jetzt zu den aktuellen Meldungen der Polizei. In Kuhnewalde kam es in den vergangenen Tagen zu einem folgenschweren Brandunglück, welches die Kameraden der örtlichen Feuerwehr eine ganze Nacht in Atem hielt. Das und mehr jetzt in unserem Polizeibericht. Am Mittwochabend wurde der Feuerwehr eine Rauchentwicklung an der Turnhalle der Oberschule in Kuhnewalde gemeldet. Als die ersten Kameraden eintrafen, konnten sie ein Feuer im Dachbereich feststellen. Sofort wurden weitere Einsatzkräfte nachgefordert, darunter auch ein Hubsteiger, um besser an den Brandherd zu kommen. Nach unbestätigten Informationen soll sich unter der Brandstelle der Heizungsraum der Turnhalle befinden. Zum genauen Brandgeschehen gab es allerdings keine Informationen. Die Feuerwehr war mit etwa 50 Kameraden im Einsatz. Ein Mitarbeiter des Landratsamtes hat sich noch am Abend ein Bild der Schäden vor Ort gemacht. Eine 78-Jährige hat am Mittwochmorgen auf dem Kastanienring in Hoyerswerda eine überraschende Entdeckung gemacht. Als die Seniorin nach mehreren Jahren erstmals wieder in ihre Garage wollte, passte ihr Schlüssel für das Garagentor nicht mehr. Ein Schlüsseldienst öffnete das Tor und zum Vorschein kamen diverse Gegenstände, die nicht zum Besitz der Dame gehörten. Möglicherweise hatten sich Unbekannte unberechtigt Zugang zu ihrer Garage verschafft. Ob es sich bei den aufgefundenen Gegenständen tatsächlich um Diebesgut handelt, muss nun im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen überprüft werden. Der Kriminaldienst wird sich mit dem Fall befassen.
Am Mittwochvormittag hat sich ein Verkehrsunfall auf der B96 ereignet. Ein 75-Jähriger befuhr mit seinem Peugeot die Friedrich-Engel-Straße von Lauter kommend und beabsichtigte, an der Einmündung zur B96 nach links abzubiegen. Dabei übersah er den auf der vorfahrtsberechtigten Straße befindlichen 81-jährigen Fahrer eines Skoda. Es kam zum Zusammenstoß. Zum Glück blieben die beiden Fahrzeugführer unverletzt. An den Pkw entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein bislang unbekannter LKW hat am Mittwochmorgen auf dem Tankstellengelände der Rastanlage Oberlausitz Nord an der Autobahn 4 in Richtung Dresden die Tankvorrichtung für AdBlue beschädigt. Als das Fahrzeug an der Zapfsäule vorbeifuhr, blieb es an dieser hängen und verursachte somit einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der LKW-Fahrer entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. In einem Einkaufszentrum an der Horker Straße in Nieski hat sich am Mittwochmittag ein Ladendiebstahl ereignet. Ein junger Mann entwendete eine Flasche Portwein im Wert von etwa 40 Euro. Dabei beobachtete ihn jedoch eine Mitarbeiterin und verständigte daraufhin die Polizei. Eine sofort eingesetzte Polizeistreife stellte den mutmaßlichen Langfinger in der Nähe des Tatortes. Der Durst des 23-jährigen Tatverdächtigen muss wohl besonders groß gewesen sein, denn die Flasche war bereits zur Hälfte ausgetrunken. Dem Ladendieb droht nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls und Hausfriedensbruch, da er bereits Hausverbot in diesem Markt hatte. Wir machen jetzt wie immer an dieser Stelle eine kleine Zeitreise und schauen zurück in die Vergangenheit. Heute geht es ins Jahr 1705. In diesem Jahr wurde die Herrschaft Hoyerswerdas als Pfand an eine Adlige vergeben. Um wem es sich dabei handelte, erfahren Sie jetzt in unserem Lausitzwelle-Kalenderblatt. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Am 17. Februar 1705 bekam Reichsfürstin Katharina von Teschen die Herrschaft Hoyerswerda als Pfand für einen Kredit in Höhe von 250.000 Reichstalern überschrieben. Im Juli dann erblich und eigentümlich zugesprochen. Im April kam sie dann erstmals in dem Ackerbürgerstädtchen an. 1727 ließ die Reichsfürstin das Schloss umbauen und 3 Jahre später eine Wasserleitung von Bröten dorthin verlegen. 1737 verkaufte die Teschen Hoyerswerda wieder, über ebenfalls 250.000 Reichstaler an den Sohn August des Starken. Ihre Herrschaft brachte die Stadt und Dörfer herum voran, vor allem das Handwerk erblühte unter ihrem Einfluss. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Was steht denn alles so in der kommenden Woche an? Das erfahren Sie jetzt in unserer Wochenvorschau. Heute blicken Alexander aus dem Lausitzwelle Radio und Janine wieder für Sie in die Zukunft. Im Anschluss haben wir dann noch die aktuellen Veranstaltungstipps und auch das Wetter für Sie. Ich gebe nun aber erst einmal ab an meine Kollegen. Bis gleich. Und schon sind wir wieder da. Eine Woche ist rum. Und hello. Hello. Alaf und wie auch immer. Weil, wie wir festgestellt haben, in der letzten Woche haben wir eine kleine Zeitreise gemacht. Wir waren unserer Zeit sehr weit voraus und haben schon das erlebt, was Sie jetzt erst noch die nächsten Tage erleben dürfen. Korrekt. Und es wird schön, können wir Ihnen sagen. Absolut. Fasching. Tada! Fasching. Fasching. Weil begonnen haben wir letzte Woche mit Weiberfasching, Weiberfastnacht. Und die war nicht gestern wie letzte Woche, sondern die war gestern wie diese Woche. Korrekt. Um sie nicht durcheinander zu bringen. Richtig. Und jetzt am Wochenende geht es voll voraus. Absolut. Mit Karneval. Überall. Umzüge. Umzüge. Spaß. Elferzüge. Dreiz und genau. Alles. Da wird genau. Was weg muss, geht wird scharf, gekippt. Geht scharf. Auch bei Lausitzwelle ist nächste Woche wieder ganz scharfes Programm. Mhm. Straffes Programm. Super Sache. Und wir haben heute wieder die Ehre, Ihnen das etwas näher bringen zu dürfen. Oh, na dann. Da bin ich mal ganz ohr. Wir. Ach so. Da haben wir immer gesagt, und ich rede zu viel. Ich habe schon am Wochenende angefangen, an einem Schiff zu basteln. Guck an. Vielleicht wird da eine Reederei draus. Ja, oder du machst beim Karnevalsumzug im Plesser mit deinem Schiff mit. Ja, ne? Das berichten wir, beziehungsweise haben wir einen Beitrag nächste Woche vorbereitet. Da geht's los. Ja. Zicke, zacke. Hoi, hoi, hoi. Hoi, 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 genau. Apropos hoi, wie heißt der Schlachthof in Hoyerswerda? Das weiß ich nicht tatsächlich. Wir recherchieren gerade noch. Genau. Es kann sein, dass hier hinter uns jetzt leider vorbeiläuft und das ruft, aber wir wissen es nicht. Alle Angaben ohne Gewehr. Richtig.
Nächste Woche wieder mit im Programm Seenland aktuell mit dem Bernd Vogaber. Ja, ganz toll. Gesundheit an jeder Stelle und dann noch dazu, was man so alles tun kann im schönen genau. Seenland. Dann haben wir Erholung und alles Mögliche. Dann haben wir einen Beitrag zum Kleiderfundus in Bischofswerda. Ich durfte live dabei sein. Hast du was anprobiert? Haben was ganz Schönes gemacht. Nein, habe ich nicht tatsächlich. Aber die haben auch zusätzlich das kleinste Kino, das es gibt. Das fand ich total spannend und liebevoll gemacht. Absolut. Also wenn sie dann mal so nach dem Motto, ich mit meiner Liebsten, ich gucke da mal einen Film und ich miete ein ganzes also, Kino. Oh, ist dort so möglich. Ganz romantisch. Romantisch, genau. Oder genau. Sie haben Kindergeburtstag. Oder irgendeine Fe- oder Sie wollen vielleicht einen Familienfilm mal zeigen. Das ist dort möglich, glaube ich, oder? Ja, ach, das ist alles möglich. Also man kann das mieten, ganz für sich alleine. Wird gut. Mhm. Ja, mehr dazu im Beitrag nächste Woche. Genau. Mhm. Das Kulturfenster, Alexander, magst du uns das ein bisschen näher bringen? Das Kulturfenster. Ganz tolles. Sehr geehrte Damen und Herren, kommen wir zum Kulturfenster. Diese Woche hat uns Ricarda Müller Einblicke in den Schaffensprozess ihrer Fotokunst gestattet. Oh, das ist ganz schön viel Text. Sie nutzt Glasobjekte. Aha, eine Glaskugel, das mache ich zum Beispiel im Radio auch. Wenn ich das Wetter vorhersage, gucke ich in die Glaskugel. Damit ist aber hier was anderes gemeint. Was viel Schöneres. Glaskugel und setzt damit ihre Umgebung in Szene. Auch eine Kugel aus purem Eis hat sie bereits für einige ihrer Werke genutzt. Richtig. Die Frage ist nur, Kugel aus Eis immer dieselbe Kugel für alle Werke oder immer eine neue Eiskugel? Dann schaust du Dienstag ins Kulturfenster und dann wirst du alles erfahren. Und was da für Fotomotive entstehen. Richtig. Das ist sensationell. Richtig. So haben Sie die Lausitz noch nie gesehen. Mhm. Können gespannt sein. Ich freue mich drauf. Sehr schön. Ja, kommentiert. Kommentiert nächste Woche. Dr. Ingenieur Jana Cordelia Petzold. Genau. Auch schon bekannt aus unserer Kommentarreihe. Und sie hat ein neues Thema. Welches da lautet? Seien wir gespannt. Philosophische Gedanken mit Hilfe von Platon. Ah, das ist ein Alter. Ist er Grieche? Mhm, ja. Korrekt. Bin ich gespannt. Mhm. Sehr schön. Umfrage aber das ist der nicht Woche. Der mit der platonischen Liebe. Das ist der nicht. Der war es nicht. Na, der die platonische Liebe erfunden hat. Ja, Platon. Beim Alexander muss man immer... muss man nicht. Umfrage der Woche möchte man aber. Ja, das ist ein Thema, was völlig uninteressant ist eigentlich. Also es wird total überschätzt nach Fasching vor allen Dingen. Ja. Die Fastenzeit. Die Fastenzeit, genau. Da haben wir uns etwas umgehört. Genau, man nimmt sich das ja vor, bis Ostern geht das Ganze ja dann, die Fastenzeit und zwei Tage später, wenn man sich trifft, man unterhält sich drüber und sagt, wie lange hast du durchgehalten? Ja, Fastentag. Das könnte meine Antwort sein. Finde ich gut. Okay, natürlich Lausitz. Mhm. Der Winterling. Was ist das? Weiß ich nicht. Hat er mich schon gefragt. Er wusste es wirklich nicht. Ich habe dich doch aufgeklärt. Hast du mir zugehört, Alexander? Was ist das? Winterling. Also ist der im Winter quasi ein Schnippchen schlägt und eins der ersten Frühblüher im Korrekt. Frühjahr ist. Unter anderem. Ja, wird auch ein ganz interessanter Beitrag, denke ich. Da lernen wir alle noch was. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, es sind richtig coole Sachen dabei. Ja. Eine volle Woche. In der Woche innerhalb und nach Fasching. Weil Sie wissen ja, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Brauchen nicht traurig sein. Unser Programm geht weiter. Ja, wir bleiben da. Jeden Tag aufs Neue. Korrekt. Dann sind wir soweit durch. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Mhm. Ganz genau. Tolle. Freuen wir uns. No. Und ja. Mit neuen Überraschungen. Hello. Neuen Themen und neuen Sachen, wo wir alle noch dazulernen können. Ja. Es folgen jetzt noch. Die Veranstaltungstipps. Mhm. Ansonsten eine närrische Zeit. Nicht so viel saufen. Und so vernünftig bleiben und dann läuft das auch alles. Ganz genau. Bis ansonsten dahin. Ansonsten früh gibt es Hering und Gurken. Ja, so ja, Katerfrühstück. Gurkenwasser, genau. Oder gleich weitermachen, wo man abends aufgehört. Das wohl eher. Gut, alles klar. Bis dahin, liebe Zuschauer. Tschüss. Wanderlustige können sich am 25. Februar bei einer Wanderung in Herrnhut beteiligen. Die ca. 7 Kilometer lange Route ist eine angenehme Wanderung und wird am Bahnhof Parkplatz Herrnhut starten. Bis zum 23. Februar ist eine Anmeldung möglich. Ab Montag, den 20. Februar, veranstaltet die Jugendbibliothek Bautzen ihr Winterferienprogramm. Täglich ab 10 Uhr können die Kinder nach vorheriger Anmeldung Interessantes und Überraschendes aus 1000 und einer Nacht lernen. Bis zum Freitag, dem 24. Februar, können sich die Kinder an dem Programm beteiligen.
Auch am Montag, dem 20. Februar, findet in der Begegnungsstätte Seebrise in Senftenberg der jährliche Rosenmontagstanz statt. Anfangs wird Kaffee getrunken, doch getanzt wird natürlich auch. Die Eröffnung ist 14.30 Uhr und ein Kostüm ist natürlich erwünscht. Der heutige Freitag ist für die Lausitz nicht nur der Beginn des Wochenendes, sondern auch von ein paar durch Regen geprägten Tagen. Bereits heute Morgen war durch die starke Bewölkung kein Sonnenstrahl zu sehen und ein leichter Nieselregen in Verbindung mit einem stark wehenden Wind waren eher ungemütlich. Lediglich durch die Temperaturen wurde der Tag etwas angenehmer und auch heute Abend soll es relativ mild werden. Am Samstag werden wir im Wetter keine große Veränderung sehen. Morgen macht der Regen im Tiefland ein paar Stunden Pause, bevor wir uns ab Mittag bis in die Nacht herein wieder auf ihn einstellen können. Dafür bleiben die Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad relativ gleich, wobei auch der Wind genauso stark wird wie am Vortag. Noch früher beginnt der Niederschlag im Hochland, wo bereits gegen 6 Uhr schon leichte Regenfälle zu erwarten sind. Doch ansonsten bleibt der Wind, der Niederschlag und das trübe Wetter auch hier gleich, mit Temperaturen zwischen 9 und 6 Grad. Wer sich am Wochenende etwas draußen vorgenommen hat, wird vielleicht enttäuscht sein, denn auch am Sonntag kann man nur Regen erwarten, der ununterbrochen durch die Nacht fiel und selbst am Abend keine längere Pause machen wird. Und auch die Temperaturen sehen eher kühler aus, bleiben aber noch positiv zwischen 3 und 6 Grad. Aber nicht die Hoffnung aufgeben, denn am Montag macht der Regen endlich eine Pause und fällt nur am Morgen und in der Nacht vom Himmel. Mit höheren Temperaturen und somit positiven Aussichten können wir uns also auf die nächste Woche freuen. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Freitag. Noch mehr Neuigkeiten finden Sie auch im Internet auf lausitzwelle.de. Dort gibt es auch alle Beiträge noch einmal zum Nachschauen. Haben Sie jetzt ein schönes Wochenende in der Lausitz. Von den Zuschauern via Sachsen 1 verabschiede ich mich an dieser Stelle. Im Lausitzwelle Fernsehen geht es nun weiter mit der Regionalzeit aus dem Elbe-Elster-Kreis. Die nächste Drehscheibe Lausitz sehen Sie dann am Montag ab 18 Uhr wieder. Im Lausitzwelle Radio begrüßt Sie morgens dann Bernd Vogava im fröhlichen Wecker. Bis dahin erst einmal ein schönes, erholsames Wochenende. Auf Wiedersehen. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.